partager quelque chose rapidement. Und ich möchte was teilen mit euch. Nous allons prendre nos Bibles. Nehmt mal eure Bibeln. J'avais pas l'intention. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Mais je laisse conduire quelque chose qui m'est venu à cœur de partager avec vous. Aber wir lassen uns führen und etwas ist in mein Herz gekommen. Le Seigneur dit qu'il va nous visiter ici, qu'il est en train de nous visiter Gott ici sagt, en Allemagne. Dass er uns gerade besucht in Deutschland. Nous sommes dans Matthieu 26. In Matthäus 26. Amen. Seigneur me met à cœur rapidement de vous parler un peu de la personne de Pierre. Rapidement. Der Herr legt mir ins Herz, dass ich über die Person des Petrus heute spreche. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici viennent de loin. Viele unter euch kommen von weit her. Le Seigneur est allé nous prendre vraiment de loin. Der Herr hat uns von weit her geholt. Dans le péché. Wir waren in Sünde. Et il y a d'autres personnes encore qui veulent vraiment sortir des profondeurs. Es gibt auch andere Leute, die aus der Tiefe der Sünde rauskommen des wollen. Des profondeurs du péché. Amen. Mais il faut, comme je viens de dire, une profonde repentance. Aber es braucht eine tiefe Umkehr. Alléluia. Vous savez, le plus souvent, quelquefois, on fait confiance en nos forces. Oft vertrauen wir nur auf unsere eigenen Kräfte. Notre manière de faire les choses. Unsere eigene Art und Weise. Notre manière de voir les choses. Unsere eigene Art, et die Dinge zu sehen. Est sûr de ça. Und wir sind so sicher. Parce que ça a souvent marché. Weil oft ist es uns gelungen. Ça a marché une fois. Einmal. Ça a marché deux fois. Zweimal. Ça a marché trois fois. Dreimal. On est sûr que ça va toujours marcher. Und wir sind sicher, dass es so weitergeht. Et on a confiance en ce qu'on dit. Und wir haben Selbstvertrauen in das, was wir sagen. Mais on refuse de regarder les profondeurs de notre cœur. Aber wir verhindern es, dass wir selbst die Tiefen unseres Herzens erforschen. On refuse de regarder le mal qui est entré. Das Bösartige, das eingetreten ist. Ça devient une habitude. Wir haben irgendeine Gewohnheit. On continue de vivre dans cette condition. Und machen so weiter in diesen Bedingungen. Mais Dieu dit, sors de là. Aber Gott sagt, komm da raus. J'ai envie de t'amener dans d'autres dimensions. Ich möchte dich noch höher bringen, auf ein anderes Level. Tu as trop confiance en toi. Du hast zu viel Selbstvertrauen. Mets ton regard sur moi. Schau auf mich. Et tu verras les grandes choses. Und du wirst großartige Dinge sehen. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 26. In Matthäus 26. À partir du verset 30. Ab Vers 30. Quand ils eurent chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Alors Jésus leur dit. Darauf spricht Jesus zu ihnen. Vous serez tous cette nuit scandalisés à cause de moi. Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Car il est écrit. Denn es steht geschrieben. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Mais après que je serai ressuscité, nachdem ich aber aufgeweckt sein werde, je vous précéderai en Galilée. Werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Pierre prenant la parole lui dit. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm. Quand même tous seraient scandalisés à cause de toi. Wenn sich alle an dir ärgern werden, je ne le serai pas. Je ne serai jamais. Ich werde mich niemals ärgern. Alléluia. Trop sûr de lui. Er ist sehr selbstsicher. Il dit même si tout ça là c'est pas moi. Alle anderen, aber ich. Moi là, je ne veux pas laisser. Ich werde dich nicht aufgeben. Parce qu'il était trop sûr de lui. Er war so selbstsicher. Vous savez, c'était un homme, un pêcheur de poissons. Es war ein Fischer.
dans un bateau. In einem Boot. Et apparemment, c'est comme si on a l'impression c'est comme si Jérémie, c'est lui qui guidait un peu les choses parce qu'il avait l'air, il était plus âgé. Und man hat den Eindruck, dass die anderen Fische anleitete, weil der ältere war. Donc un homme, ein Mann, qui faisait un travail, der un eine travailleur, Arbeit tat. Parce que Jésus est venu le trouver en train de travailler. Jesus hat ihn gefunden, als gerade in der Arbeit war. Alors là, il dit, même lorsque les autres sagt, moi, je t'abandonne, moi, non. Selbst wenn die anderen von dir weglaufen, ich werde es niemals tun. Trop sûr de lui-même. Er war so selbstsicher. Le verset 34. Und im Vers 34 steht, Jésus lui dit, Jesus sprach zu ihm, en vérité, wahrlich, ich sage dir, je te dis qu'en cette même nuit, dass du in dieser Nacht, avant que le coq ait chanté, ehe der Hahn kräht, tu me renierais trois fois. Dreimal verleugnen wirst. Pierre lui répondit, Petrus spricht zu ihm, même s'il me fallait mourir avec toi, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, je ne te renierais pas. Werde ich nicht verleugnen. Et tous les disciples dirent la même chose. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Alléluia. Mais lorsque les problèmes sont arrivés, als die Probleme aber kamen, ils ont fui. Sind sie geflohen. Et Pierre a renié le Seigneur und Petrus hat den Herrn verleugnet, und zwar dreimal. Lorsque ça arrivait, und als das geschehen ist, j'imagine Pierre en train de se dire, hat Petrus sich selbst gesagt, je peux pas imaginer, moi, Pierre, ich, Petrus, ich habe das getan. Moi, une telle chose m'arrivait. So eine Sache passiert mir. Alléluia. Trop confiance en lui. Er war zu selbstsicher. Les regards étaient fixés sur lui. Sein Blick lag auf ihm selbst. Sur ses capacités. Auf seinen Kapazitäten. Il disait, Seigneur, moi là, je ne peux pas, ça ne peut pas, non. Er sagte sich, Herr, ich kann dich nicht verleugnen. Frère. Brüder. Combien de fois on a réuni le Seigneur au boulot? Wie oft haben wir den Herrn schon in der Arbeit verleugnet? Devant nos collègues. Vor unseren Kollegen. Combien de fois nous sommes retrouvés dans les situations où Jésus dit parle? Wie oft waren wir in Situationen, wo der Herr gesagt hat, sprich. Mais tu ne parles pas. Aber du sprichst einfach nicht. Combien de fois? Wie oft? Jésus-Christ. Nous sommes là avec les collègues, avec des amis. Sind wir mit Freunden oder Kollegen? Nos amis du monde. Die Freunde der Welt. On parle de tout et de rien. Wir sprechen über alles Mögliche. Jésus veut qu'on parle de lui. Aber Jesus möchte, dass wir von ihm sprechen. On ne dit rien. Wir sagen nichts. Combien de fois avons-nous renié le Seigneur Jésus-Christ dans les situations de notre vie? Wie oft haben wir Jesus Christus in den Situationen unseres Lebens verleugnet? Mais lorsqu'on prie, aber wenn wir beten, Jésus, Jesus, tu es mon Dieu. Du bist mein Gott. Je ne veux pas t'abandonner. Ich möchte dich nicht aufgeben. Jamais. Niemals. Tu sors. Und du gehst raus. Les premières situations que tu rencontres. Und die erste Situation, in der du kommst. Où est Jésus? Wo ist Jesus da? Les parents. Die Eltern, grand-père, oder Verwandten. Grand-mère. Opa, certains Oma, parents. Die ganzen Verwandten. Non, avec eux, je ne peux pas parler de Jésus. Mit ihnen spreche ich nicht über Jesus. Ici, je ne peux pas me présenter en tant que chrétien. Ich kann mich nicht als Christ non, ausgeben. Ici, là, chrétien, ça ne marche pas. Hier gilt kein Christ. Combien de fois? Wie oft? Lui, c'était trois fois. Bei ihm war es dreimal. Et nous, combien de fois? Und wir, wie oft war es bei uns schon? Lorsque c'est arrivé, als das geschehen ist, toujours dans Matthieu 26, Matthäus 26, nous sommes toujours dans Matthieu 26, wir sind in Matthäus 26, verset 69, Vers 69. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Petrus aber saß draußen im Hof. Une servante s'approcha de lui. Und es trat eine Magd zu ihm. Et lui dit. Und sprach. Toi aussi tu étais aussi auch avec Jésus. Auch du warst mit Jesus dem Galiléen. Le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant. Er leugnete vor allen und sprach. Je ne sais pas ce que tu dis. Ich weiß nicht, was du sagst.
Et comme il était sorti dans le vestibule, als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, une autre servante le vit, sah ihn eine andere, et elle dit à ceux qui étaient là, und sie spricht zu denen, die dort waren, celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazaréer. Et il le nia encore avec serment, disant, und je wieder ne connais pas cet homme. Leugnete er mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Celui qui a dit, moi, je ne ferai pas ça. Derjenige, der gesagt hat, ich tue das niemals. Là, c'est grave. Il dit comment, je ne connais pas cet homme, je le connais même pas. Er sagt sogar, ich kenne den nicht. Combien de fois, à travers notre comportement, à travers notre manière de faire les choses, haben nous avons wir dit, in unserem Verhalten, unseren non, Art und Weise, pas. Wie wir Dinge tun, gezeigt, ich kenne Jesus nicht. Tu rentres dans un endroit, du kommst an einen Ort, und te dit, Silas, on ne veut pas voir les chrétiens ici. Und man sagt zu dir, wir wollen hier keine Christen sehen. Tu commences à te comporter comme un non-chrétien. Und du verhältst dich wie einer, der kein Christ ist. En ce moment, je suis pas chrétien. In diesem Moment bin ich auch kein Christ. Tu fais les choses comme tout le monde. Du tust die Dinge wie alle anderen sie tun. Parce que là, en ce moment, tu n'es pas chrétien. Weil in diesem Moment du kein Christ bist. Il y a certaines familles que tu visites, lorsque tu t'en vas là-bas, tu n'es pas chrétien. Es gibt manche Familien, wenn du zu denen kommst, bist du kein Christ mehr. Tu as certaines fréquentations. Du hast einige Bekanntschaften. Pour ce groupe-là, là, je suis pas chrétien. Und in diesen Bekanntschaften gibst du dich nicht pour als cela, Christ. Non, là, je suis pas chrétien. Bei diesen bist du kein Christ. Bon, à Stuttgart, je suis chrétien. In Stuttgart bist du selbstverständlich schon Christ. Mais quand je vais à Francfort, aber wenn ich nach Frankfurt zurück, quand je vais, je sais pas, Hambourg, oder Berlin, sonst wohin ou quoi que fahre, là-bas, je suis autre. Bin ich ein anderer Mensch. Tu défends la parole avec les frères. Oh, oh, oh. Du verteidigst das Wort Gottes mit den Geschwistern sehr. Mais quand d'autres personnes parlent mal de Jésus, aber wenn andere Leute schlecht von Jesus sprechen, là, t'es pas chrétien. Bist du plötzlich kein Christ mehr. Il dit, au verset 73, Vers 73, peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus. Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. On change la manière de parler. Sogar unsere Art zu sprechen verändern wir. Quand tu parles, wenn du sprichst, toi, t'as l'air d'un extrémiste, là. Ja, du hörst dich an wie ein Extremist. Tu ressembles à ceux qui aiment trop parler de la Bible, là. Du bist wie einer, der zu sehr von der Bibel spricht. Tu changes de langage. Ändere deine Sprache. Tu mets un peu de l'eau dans ton vin, comme on dit. Tu ein bisschen Wasser in deinen Wein. Alléluia. Tu commences à parler autrement. Und du veränderst deine Sprache. Le langage change. Die Sprache verändert sich. Tu commences à sortir les mots comme les autres, faire les blagues comme les autres. Und du machst Scherze so wie die anderen, du gebrauchst Wörter wie die anderen. Tout le monde rigole. Alle lachen mit. Intérieurement, tu dis, oh, Seigneur Jésus. Und innerlich denkst du dir, oh Herr Jesus. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Was ist passiert mit mir? Et des moments où tu dis même, sauve-moi, oh. Und es gibt Momente, wo du dir denkst, Herr, rette mich. Où suis-je, oh? Wo bin ich denn? Il faut que je quitte de là, oh. Ich muss da weggehen. Parce que ces gens ils vont bientôt découvrir que je suis un chrétien. Oh. Weil diese Leute werden irgendwann entdecken, dass ich Christ bin. Alléluia. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer en disant, je ne connais pas cet homme. Dann fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Et aussitôt le coq chanta. Und gleich darauf krähte der Hahn. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Da fing er an, sich zu und Petrus gedachte des Wortes Jesu, qui lui avait dit, der gesagt hatte,
Avant que le coq chante, ehe der Hahn kräht, tu me renieras wirst du mich dreimal verleugnen. Et étant sorti dehors, und er ging hinaus, il pleura amèrement. Und weinte bitterlich. Il a pleuré. Er hat geweint. Il a réalisé, oh Seigneur, er hat gemerkt, oh Herr, je pensais que j'étais fort. Ich dachte, ich wäre stark. J'avais totalement oublié que ma force c'était en toi et en toi tout seul. Ich hatte völlig vergessen, dass meine Kraft nur von dir ist. J'ai eu confiance en moi-même. Ich habe zu viel Selbstvertrauen gehabt. Oh Seigneur, pardonne-moi. Verzeih mir, Herr. Il a pleuré. Er hat geweint. Terriblement, amèrement. Furchtbar bitterlich geweint. J'imagine Pierre en train de se dire, moi. Ich stelle mir vor, wie Petrus gesagt hat, ich. Qui aurait pu imaginer que moi j'allais me retrouver dans une telle chose? Hey! Wer dachte sich, dass ich mich da drin befinde? Moi? Ich? Ein Enfant de Dieu? Ein Kind Gottes? Faire une telle chose? So eine Sache machen? Ah! Oh. Il a pleuré amèrement. Er hat bitterlich geweint. Mais il y en a qui jouent les durs. Aber manche tun so, als mache es ihnen nichts aus. Ils ne veulent pas reconnaître. Sie wollen das nicht erkennen. Ich joue les durs, ich joue, bon, okay, aujourd'hui, ça arrivait comme ça, mais demain, je suis que ça va être autrement. Sie sagen sich, okay, heute ist es so passiert, morgen wird es wieder anders sein. Et on oublie qu'il faut mettre notre confiance en Jésus-Christ. Und sie vergessen, dass sie ihr Vertrauen nur auf Jesus setzen sollen. Plus loin. Und noch weiter. Je vais pas rentrer dans les détails. Jésus-Christ, Jesus Christus, der Auferstandene, sagt, Il dit à Marie, celle qui allait annoncer, il dit, va et annonce que, dis-leur que le maître est ressuscité. Als Maria entdeckt ihn gefunden hat im Garten, sagte er zu ihr, geh und sag den anderen, dass ich auferstanden bin. Dans cette histoire, on voit, il précise bien que va, dit aux disciples et à Pierre. Il précise bien et à Pierre. Er sagt zu Maria da im Garten, geh zu den anderen Jüngern und zu Petrus. Parce que Pierre était sûrement frustré. Weil Petrus war sicherlich sehr frustriert. Déçu. Terriblement. So enttäuscht. Dans Jean 21, on voit comment Pierre dit aux autres, allons-y pêcher. Im Johannes 21 merkt man, als Petrus zu den anderen gesagt hat, gehen wir zum Fischen. Jésus avait dit à Pierre, viens, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Weil Jesus hatte zu ihm früher schon gesagt, komm, folge mir, dann mache ich dich zum Menschenfischer. Voici que Pierre est retourné à la pêche des poissons. Und Petrus ging zurück zu diesem See zum Fischen. Dépression. Das war eine Depression. Depressiv. Er war depressiv. Pierre commence à pêcher le poisson nu. Petrus hat angefangen, nackt zum Fischen zu gehen. C'est terrible. Furchtbar. Et là, Jean, le Seigneur vient, Jean dit, ah, c'est le maître. Und Johannes sagte, ah, das ist der Herr. Même lui-même de loin, il n'a pas pu reconnaître le maître. Und Petrus hatte nicht mal von Weitem den Herrn erkannt. Quand on a vécu tellement de choses, c'est grave. Wenn man schon so viele Dinge erlebt hat, ist das schlimm. Et quand le Seigneur le rencontre, und als der Herr zu ihm gesprochen hat, Seigneur lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Hat Jesus ihn nur gefragt, Petrus, liebst du mich? Père, mes brebis. Hüte meine Schafe. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Petrus, hast du mich lieb? Père, mes brebis. Hüte meine Schafe. Un homme qui a souffert. Ein Mann, der gelitten hat. Et qui a appris à ne plus compter sur lui-même. Und ein Mann, der es gelernt hatte, nicht mehr auf sich selbst zu zählen. Le Seigneur lui dit, der Herr sagt zu ihm, avant, vorher, tu allais comme tu voulais, gingst du hin, wo du wolltest, mais maintenant, jetzt, tu étendras tes mains, streckst du deine Arme aus, et on t'amènera. Und man wird dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Et nous voyons le discours de Pierre dans Acte 2. Und wir sehen in der Apostelgeschichte 2, welche Rede Petrus da hält. S'est levé dans Acte 2. Als er aufgestanden ist in Apostelgeschichte 2. Malgré tout ce qui s'est passé. Trotz allem, was in der Vergangenheit geschehen war. Pierre est resté avec les frères.
blieb Petrus mit den Brüdern. Il faisait partie de ceux qui priaient dans la chambre haute. Er war auch dabei, als die anderen im Obergemach gebetet hatten. Er ist geblieben. Ils ont été remplis de la puissance. Und sie wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Sie wurden Et vous savez ce qui s'est passé avec Pierre? Und was ist mit Petrus geschehen? Le Seigneur dit, restez à Jérusalem. Der Herr sagt zu ihm, bleib in Jerusalem. Restez là-bas. Bleibt dort in Jerusalem. Je viendrai. Ich komme auch. Je veux vous visiter. Ich werde euch besuchen. Le Seigneur nous dit, der Herr sagt zu uns, restons là. Bleiben wir da. Travaillons. Arbeiten wir. Malgré les fautes que nous avons commises avant, là, trotz diesen Fehlern, die wir begangen qu'on haben, se repente seulement, wir sollen umkehren und Buße tun, qu'on ne fasse plus confiance en nous-mêmes, nicht mehr auf uns selbst vertrauen, mais qu'on lui fasse confiance, aber dem Herrn vertrauen. Il a dit qu'il allait visiter, visiter à Jérusalem. Er wird die Leute in Jerusalem besuchen. Und er ist gekommen. Et quand Pierre s'est levé, und als Petrus aufgestanden son message ist, était différent. War seine Botschaft anders. Son message était différent. Völlig anders. Il était rempli de l'esprit. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Il a parlé. Er hat gesprochen. Il a dit, peuple. Er hat gesagt, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié là. Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. C'est vous qui avez fait ça. Ihr habt ihn gekreuzigt. Plus peur. Hab keine Angst. Il s'est levé devant tous ces gens, il a parlé. Er ist vor all diesen Leuten aufgestanden, hat gesprochen. Et les gens ont dit, und die Leute haben gesagt, que devons-nous faire? Was müssen wir tun? Alléluia. Amen. Qu'on ne désiste pas. Wir sollen nicht widerstehen. Qu'on reste là, wir sollen bleiben. Position, en attendant le Seigneur. Auf dieser Position, indem wir den Herrn warten. Il a dit que c'est l'heure pour l'Allemagne. Er hat gesagt, es ist die c'est Zeit für Deutschland. Es ist unsere Zeit. Que nous tous nous mettons la main. Und wir alle et qu'on avance. Nehmen uns bei der Hand und gehen weiter vorwärts. Si ça ne va pas dans ta vie, und wenn es in deinem Leben Unsinn gibt, il y a des fautes que tu as eues, que tu as commises dans ta vie. Fehler, die du in deinem Leben begangen hast. Remets ça à Jésus. Gib's Jesus ab. Ne te dis pas que ah moi là, comment ça peut m'arriver moi? Sag nicht zu dir, wie kann mir das passieren? Et tu restes dans ta position. Du sollst auf deiner Position sans bleiben. Sans rien faire. Tu es tombé dans le péché. Du bist sündig geworden. Tu as dit quelque chose de mal. Du hast schlechte Dinge gesprochen. Tu remarques qu'il y a des choses dans ta vie qui sont mauvaises. Du merkst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die des schlecht sind. Des Charaktere qui sont là. Ein Charakter, ein harter Charakter. Et tu n'arrêtes pas de dire, mais comment moi, enfant de Dieu, j'ai encore ça? Und du sagst, wie kann ich, Kind Gottes, immer noch so sein? Attends-le. Warte. Il va te visiter. Er wird dich besuchen. Ce n'est pas que ses mains sont trop courtes. Seine Hand ist nicht zu kurz, um uns zu retten. Und seine Ohren sind nicht taub, um uns zu hören, sondern unsere Sünden stehen zwischen ihm und uns. Ein Vorhang zwischen ihm und uns. Amenons tout ça devant Jésus-Christ. Bringen wir alles vor Jesus. Moi, je veux que le Seigneur continue de me parler. Ich will, dass der Herr weiter mit mir spricht. Je veux que le Seigneur continue de nous parler. Ich will, dass der Herr weiterhin mit uns spricht. Ce matin, il me disait, heute Morgen sagt er, il faut que je partage avec vous. Ich möchte mit euch das teilen. Il m'a dit clairement, er sagt mir klar, c'est le temps de l'Allemagne. Es ist Zeit für Deutschland. C'est le temps de l'Allemagne. Zeit für Deutschland. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus-Christ? Le Seigneur fait de grandes choses et fera encore de grandes choses. Der Herr tut großartige Dinge und wird auch weiter großartige Dinge tun. Amen. Amen. Adonai. Adonai. Du. Adonai, 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 tu es vraiment merveilleux, Adonai, mon doudou, mon doudou, mon doudou, mon doudou.
Musik.